Ja, machen wir mal eine kleine Wanderung heute. Bisschen aufräumen, bisschen sortieren, mal ein bisschen ausruhen. Also ausruhen heißt den ganzen Tag wahrscheinlich wandern. Ja, wir gehen gerade ein bisschen zu Fuß nach Rothenburg ob der Tauber in die Stadt rein. Es ist bergig. Ich bekomme langsam eine Idee, warum man das hier Rothenburg nennt. Das ist nämlich ganz schön dolle Burge hier. Also einmal hier. Oh, was ist das denn? Cool, oder? Sonntag ist mal wieder Ruhetag, habe ich gerade beschlossen. Also immer mit der Ruhe. Alle Pläne gelöscht. Erstmal Ruhe. Werde ich noch mal ein kleines Nickerchen machen. Nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Normalerweise ist es ja so, dass es mich morgens dann immer packt, zusammenzupacken. Ich entscheide abends, oh, ich bleibe hier jetzt ein paar Tage und dann morgens will ich einfach nicht mehr. Heute ist es genau umgekehrt. Irgendwie hat mir mein Gefühl gerade gesagt, ey, bleib mal einen Tag hier. Ich habe auch ein bisschen was am Fahrrad zu tun. Würde vielleicht sogar mal ein bisschen arbeiten. Vielleicht probiere ich meinen neuen Job aus. Ich habe nämlich vielleicht einen neuen Job. YouTube. mal gucken. Ja, jetzt ist gerade Eile geboten, denn hier ist eine Turboschnecke. Da, die Turboschnecke, die ist gerade nämlich auf dem Weg zu meinem wundervollen Kaffee. Und wenn ich nicht sehr bald reagiere, ungefähr jetzt, dann hat sie ihr Ziel erreicht und klaut mir meinen Kaffee. Und das ist nicht akzeptabel, leider. Turboschnecke, das tut mir leid. Schneck woanders lang. Ja, also ich erstmal Kaffee. Wäsche müssen wir heute waschen. Also heute ist mal ein bisschen Pausetag und dann werden wir mal zu Fuß Rothenburg ob der Tauber erkunden, weil wir sind hier am Campingplatz. Ich bin ja spät angekommen, ich habe noch gar nicht viel gesehen. Wir sind aber 2 Kilometer auswärts, glaube ich, oder anderthalb. Ja, machen wir mal eine kleine Wanderung heute. Bisschen aufräumen, ein bisschen sortieren, mal ein bisschen ausruhen. Also ausruhen heißt den ganzen Tag wahrscheinlich wandern. Ja, das Fahrrad ausruhen. Prost. Ja, diese Ruhetage. Zumindest das Fahrrad ruht. Ja, wir gehen gerade ein bisschen zu Fuß nach Rothenburg ob der Tauber in die Stadt rein. Es ist bergig. Ich weiß, man sieht das auf YouTube immer nicht, wie bergig es ist. Vielleicht kann man es so ein bisschen erkennen, wie bergig das ist. Nein, aber das hier hilft uns doch, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja? Diese Bank ist höchstwahrscheinlich mit einer Wasserwaage gebaut worden. Dieser Weg hier eher nicht. Hundi, wollen wir weiter? Komm, Harmonos. Ja, wir müssen den Berg hinauf. Ja, tolle Begegnung gerade wieder auf dem Campingplatz. Ich habe, wie hieß er, Daniel, Stefan? Habe ich schon wieder vergessen. Habe ich mir aber aufgeschrieben. Ich glaube Daniel. Ja, ich weiß ja, ich treffe ja viele Leute, die sagen, meine Güte, das, was du machst mit dem Fahrrad, so viele Kilometer durch die ganze Welt oder durch ganz Deutschland, das ist beeindruckend, das könnte ich nie. Der, den ich gerade getroffen habe, nennen wir ihn jetzt mal Daniel. Ich glaube, es war auch sein Name. Stefan, Daniel. Viel zu viele Namen. Der ist zu Fuß unterwegs. Und zwar macht er ungefähr die Tour, die ich mache mit dem Fahrrad. Der ist irgendwo in den Niederlanden gestartet, den Rhein entlang. Und läuft nach Indien, Leute. Nach Indien mit dem Rucksack. Ja, also ich mag ja ein bisschen minimalistisch sein, ne? Aber das ist richtig hardcore. Ganz, ganz netter Typ. Das ist übrigens der gute Mann, der da gerade den Berg voranschreitet mit seinem Rucksack, der gerade nach Indien wandert. Wir haben uns jetzt gerade hier nochmal getroffen. Ich bin nur leider gerade zu spät auf die Idee gekommen, die Kamera zu zücken. Ja, jetzt gucken wir uns erstmal die Stadt ein bisschen an. Ruhetag ist ja, wie gesagt, nur Ruhetag fürs Fahrrad, nicht für den Körper. Oh, ich glaube, da kommt eine Stadt, wenn das kann sein. Ist das eine Stadt? Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen.
komme langsam eine Idee, warum man das hier Rothenburg nennt. Das ist nämlich ganz schön dolle Burge hier, also einmal hier, aber auch praktisch die ganze Stadt. Riesige Festungsmauern, die halt noch komplett erhalten sind. Krasses Tal. Warte, guck ruhig. Hier, du darfst, komm her, gucken Sie. Okay, das ist spannender, weil da ist ein Hund. Das ist natürlich spannender. Ja, ich habe einen Hund, ich interessiere mich nicht für weitere Hunde, deswegen, oh, guck mal. Schön, oder? Da gehen wir jetzt einmal durch. Oh, und ich sehe schon, die nächsten Tage werden wieder mit vielen Höhenmetern zu tun haben. Also Rothenburg ist wirklich eine wunderschöne Altstadt. Mittelalterlich würde ich mal sagen, ohne mich da konkret auszukennen. Aber ich denke mal mittelaltermäßig, da wurden Burgen und sowas gebaut. Wirklich schön. Bisschen dolle touristisch tatsächlich. Sehr, sehr viel internationales Publikum. Ja, mir reicht der kleine Stadtrundgang auch erstmal. Jetzt geht es erstmal wieder zurück zum Campingplatz. Dann werden wir erstmal ein paar Sachen erledigen. Ordnung ins Leben bringen und sowas. Wäsche waschen. Wäsche waschen. Wäsche waschen ist eine richtig gute Idee. Ja, dann geht's vielleicht heute Nachmittag noch mal ins Städtchen. Mal gucken. Das ist echt erstaunlich, wie schnell so ein freier Tag vorbeigeht. Kurz ein bisschen Wäsche gewaschen, kurz vorne ein bisschen den Gepäckträger da wieder fertig gemacht. Und vor allem richtig, richtig lange kurz mal die ganzen Videos, die ich so in den letzten Wochen aufgenommen habe, mal sortiert und für den Upload vorbereitet. Da waren irgendwie 4 Stunden um und ja, irgendwie ist der Tag jetzt um. Wir gehen jetzt gleich nochmal eine Runde Gassi, also jetzt. Dann gibt es noch was zu essen und dann geht es wieder da ins Zelt und dann wahrscheinlich morgen weiter. Ne Hundi? Pipi Kaka Kotzi? Ja? Pipi Kaka Kotzi? Sicher? Willst du denn auch mit? Willst du mit? Pipi Kaka Kotzi? Ja, dann los. Komm, komm. Ja. Dann los, komm. Der freut sich. Was ich übrigens sehr schön mal wieder finde an diesem Campingplatz. Hier, ich bin hier mitten in der Natur. Also wirklich mitten in der Natur. Ja? Und genau hinter diesen Bäumen ist einfach der Campingplatz. Also ich bin keine 500 Meter weit weg. Ich mag das einfach. Preislich auch wirklich gut. Hat mir sehr gut gefallen. Oder gefällt mir immer noch. Ja, morgen geht's dann weiter, ne? Ich überlege gerade, ob ich morgen mal was Schlimmes mache. Und zwar so eine kleine Gewalttour. Mal gucken, wie viele Kilometer ich wirklich schaffen kann, wenn ich richtig durchpowern will. Also ich habe gerade diesen Gedanken, ob ich von hier morgen bis Fulda durchfahre. Aber ich glaube, das ist unrealistisch. Ich glaube, das ist zu weit. Aber ich gucke gleich mal. Das werde ich jetzt gleich beim Essen mal abchecken. Joa. Möge der Hund aber schnell platzen. Verdammt. So, darum geht's eigentlich.